schnell noch Besorgungen machen, Geschenke verpacken, so geht es vielen, einen Tag vor Heiligabend. Daniela Katzenberger allerdings hat noch Zeit zum Planschen, und zwar oben ohne. Mehr zum Thema: seit Tagen schon macht die Katze mit ihrem Instagram-Profil ihre Fans neidisch. Denn während die meisten bei ungemütlichem Schmuddelwetter auf das Fest warten, vergnügt sich Madame mit ihrem Liebsten Lukas Cordalis unter der winterlichen Sonne von Mallorca. Und jetzt hat die TV-Blondine sogar schon jegliche Weihnachtsarbeit erledigt und findet auch noch Zeit zum Baden. Dieser Moment, wenn du deine 20 Tonnen Wäsche fertig gewaschen, die Bude von bis unten geputzt und alles für Weihnachten vorbereitet hast. Und du einfach kurz mal chillen kannst, PS. Keine Panik, ich bin immer noch zu Hause und gehe nicht oben ohne in irgendwelche öffentliche Hallen, Bäder will ja niemanden erschrecken, stell mir das gerade bildlich vor, ha Hektar seid ihr im Weihnachtsstrechtest. A Postscherit bei Daniela Katzenberger, at Daniela Katzenberger, on DC23, 2017 AT 6:21 am PST. Wer aber nun denkt, die Katze habe alle Hemmungen verloren und macht ihre halbnackte Katzenwäsche in öffentlichen Bädern, den klärt die 30-Jährige doch lieber schnell auf. Unter dem Bild steht: keine Panik, ich bin immer noch zu Hause und gehe nicht oben ohne in irgendwelche öffentlichen Hallenbäder. Will ja niemanden erschrecken. A Postscherit bei Daniela Katzenberger, at Daniela Katzenberger, on DC23, 2017 AT 3:9 am PST / Stern, Sedata Stern / im Global AD Tagregister, CBR 100-POS1, T-Tub 1, / Stern / Nein, dann doch lieber im knappen Bikini und mit Weihnachtsmütze vor dem privaten Pool mit dem Liebsten Weihnachtsgrüße verschicken. So präsentierte sich die Katze nämlich 2 Tage vor Weihnachten. Na, da kann man der Entertainerin ja wohl nur noch ein feuchtfröhliches Weihnachtsfest wünschen. Quelle: